Der mächtigste Mafia-Boss von Italien ist gestorben. Der Mafia-Boss Matteo Messina Denaro ist tot. Er war lange der meistgesuchte Mensch in Italien. Der 61-Jährige ist in der Nacht auf den Montag aufgrund von seinem Krebsleiden in einer Gefängnisklinik gestorben. Der Boss der sizilianischen Mafia, Cosa Nostra, war 3 Jahrzehnte lang auf der Flucht. Erst Mitte Januar ist er verhaftet worden. Damals hat er in Palermo in einer Privatklinik unter falschem Namen seinen Darmkrebs behandeln lassen. Sein Gesundheitszustand hat sich in den letzten Tag drastisch verschlechtert. Am Freitagabend haben dann seine behandelnden Ärzte bekannt gegeben, dass er ins Koma gefallen ist und von dem nicht mehr aufwachen wird. Auf seinen eigenen Wunsch sind lebenserhaltende Massnahmen eingestellt worden. Als Mitglied von der Cosa Nostra soll er dutzende Morde organisiert oder selber ausgeführt haben. Unter anderem auch Bombenanschläge auf die beiden Mafiajäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Die Familie hat in den vergangenen Tagen von Messina Denaro Abschied nehmen. Hast du schon mal von der Mafia Cosa Nostra gehört? Schreib es in den Kommentaren.